Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video wird nicht viel Fahrrad gefahren. Ich sag's nur ganz kurz im Voraus, nicht, dass hier jemand jetzt das Video bis zum Ende durchguckt und sagt, ey, ich habe das Video jetzt komplett 20 Minuten umsonst geschaut, es wird gar kein Fahrrad gefahren. Kurze Fahrradszenen sind natürlich drin, aber nicht explizit Fahrradfahren. Deshalb, ich möchte natürlich nicht eure Zeit verschwenden, ich möchte, dass ihr Bock auf Vlog habt. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Reise von Deutschland bis nach Griechenland. Let's go! Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute geht es ab. Heute beginnt eine große Reise, ein großes Projekt, was ich vorhabe. Natürlich werden wir auf dem Weg zu diesem Projekt noch ein paar Abstecher machen. Und der erste wird erstmal sein in irgendeinem Fahrradladen, weil wir Montag haben und mein Steuersatz kaputt ist, wie ihr in einem der letzten Videos gesehen habt. Ich markiere euch jetzt mal kurz hier oben. Und dann, wenn es dort alles gibt, was ich brauche, dann müssen wir nicht nach Köln. Ansonsten müssen wir noch nach Köln und die Lager beim Christoph abholen. Und danach geht es nach Gießen in die Skatehalle. Dort treffe ich mich mit Tom Pfeiffer. Dann machen wir eine coole Session heute. Also viel Spaß beim heutigen Vlog. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Abo nicht vergessen und let's go! Yo, what's up, what's up? Ich bin gerade hier in Gießen in der Skate Lounge. Richtig am Ballern am meisten. Der Nico, der wird jetzt gleich richtig am Rad drehen. Let's go! Woohoo! Tom Pfeiffer. Dabei. Wichtige Frage des Tages. Was schenkst du deiner Mutter zu Weihnachten? Gar nichts. Weißt du auch noch nicht, was du deinen Liebsten zu Weihnachten schenken sollst? Dann probier es doch einfach mal mit einem der unzähligen Produkten von Fitlock. Denn Fitlock hat nicht nur viele verschiedene Trinkflaschen, die für den MTB-Bereich sind, sondern auch Getränkeflaschen, die du mit zum Wandern oder mit ins Gym nehmen kannst. Oder eines der anderen tollen Produkte, wie zum Beispiel eine magnetische Handyhülle, ein Waterproof-Bag oder ein Handyhalterungsmagnet für die Autoscheibe. Also check jetzt nochmal schnell die Homepage www.fitlock.com ab und sichere dir jetzt deine Bestellung mit dem Code NAKIDAI23 mit einem Rabatt von 23% auf deine Bestellung bis Ende des Jahres. Denn nicht vergessen, trinken ist richtig und wichtig. Wunderschönen guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Tag hier auf der Vlogreise des Jahres 2023 im Dezember. Auf dem Weg zum Project Fass. Teil 2. Ich bin gerade wach geworden. Ich durfte heute beim Herrn Pfeiffer nächtigen. Sehr gastfreundlich, sehr guter Mann. Jetzt warte ich ganz kurz hier, dass der Harry diesen wunderschönen Schnee gelb färbt. Und dann geht's weiter Richtung Stuttgart. Bis gleich. Schön. Wenigstens nicht gefroren, ne? Ich glaube, der Harry, der hat den besten Platz auf dieser Reise. Na, Harry? Du hast hier den guten Platz, ne, mein Schatz? Jetzt musst du wieder ein paar Stunden chillen, ne? So, Freunde, ich bin jetzt in Stuttgart und gehe in einem Schwimmbad eine Runde schwimmen. Beziehungsweise eigentlich gehe ich nur kurz schwimmen, weil ich duschen will. Ja, und danach geht's weiter nach Augsburg. Also, ich bin jetzt einfach in so einem Schwimmbad. Eigentlich will ich hier nur. Wer macht denn sowas? Also ich muss ja sagen, im Sommer ist es auf jeden Fall sehr viel leichter, sauber zu werden. Das ist schon sehr unübersichtlich hier. Ach ja, vielen lieben Dank an Tom Pfeiffer für diesen guten Tipp. Also ich muss wirklich zugeben, dass ich mir schon ein bisschen blöd vorkomme. Unten rein und dann einfach wieder direkt raus nach 10 Minuten. Freunde, ich muss ja sagen, das ist ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl, in ein Schwimmbad reinzugehen, sich abzuduschen und wieder rauszugehen. Ich fühle mich ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Aber das Gute ist, erstens, ich bin sauber. Zweitens, ich habe ja nichts umsonst bekommen. Ich habe dir dafür bezahlt. Naja, aber jeder, der viel unterwegs ist, der wird mich verstehen. Im Winter ist es halt nicht so geil, draußen zu duschen. Also ich dusche ja echt immer kalt, immer draußen. Aber im Winter draußen duschen, das ist...
ich glaube, eine Nummer too much für mich. Naja, whatever. Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall irgendwo was zu futtern suchen, weil ich habe Todeshunger. Dann geht's weiter nach Augsburg. Let's go. So, Freunde, wie ihr seht, ich habe mich hier richtig krass eingemuckelt. Ich habe alle Decken, die ich mitgenommen habe, irgendwie in irgendwelche Ecken gestopft, damit es richtig schön warm hier drin ist. Ich werde natürlich keinen Pullover anziehen, weil sonst wird das zu heiß. Ich werde mir jetzt mal ein paar Filme reinziehen. Wir haben 11 Uhr. Draußen haben wir bei minus 1 Grad. Und ich hoffe einfach mal, dass ich trotz keiner Standheizung eine angenehme Nacht haben werde. Naja, gibt Schlimmeres. Wenn es zu kalt wird, dann stehen wir halt auf und fahren eine Runde durch die Stadt, um den Wagen wieder warm zu kriegen, wie immer. Gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, Leute. Es war eine sehr angenehme Nacht. Ich habe unter der Decke durchgehend geschlafen. Wir haben gerade 6 Uhr. Ich war, glaube ich, so gegen 10 schlafen. Also kalt ist mir nicht. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ich hatte halt auch die ganze Zeit diese kleine Decke hier auf meinem Kopf, weil mit Glatze ist halt ein bisschen... dann ist es so, als ob ihr durchgehend euren Arsch rausstreckt. Ja, geht. Ich habe gut geschlafen, ey. 8 Stunden bei der Kälte und nicht irgendwie so zwischendurch wach geworden oder so. Nö, nö. Aber jetzt... Sorry, dass ich meine Augen nicht aufmachen kann, aber das Licht, das strahlt in meinen Augapfel rein. Ja, bleib auf jeden Fall noch ein bisschen liegen, denn ich muss um 10 Uhr erst da sein. Das heißt, ich habe noch 4 Stunden und ich brauche nur 10 Minuten, bis ich da bin. Super. Ja gut, dann gehe ich mal an mein Ideenbuch und schreibe mal ein paar frische Ideen rein. Weil irgendwie, wenn ich in diesem Bus schlafe, träume ich super viel und werde danach einfach super kreativ. Habt ihr das auch? An die Vanlife-Community da draußen. Habt ihr das auch, wenn ihr in eurem Bus pennt? Ja gut. Let's go. Also ich muss sagen, es gibt nichts Beschisseneres, als im Winter in einem Auto zu schlafen, das keine Heizung hat und viel zu viel geladen hat. Also ich kann mir nicht mal hinten an meinem Waschbecken die Zähne putzen, weil es so voll da hinten ist. Putzen wir jetzt erstmal die Zähne und dann geht's endlich nach Mexiko. Das war jetzt eklig, aber ist mir egal, was ist drin. So, Freunde, wir sind an den Heiligen Hallen angekommen. Also endlich haben wir mal ein bisschen Wiese gefunden in dieser Stadt. Das ist ja hier wirklich eine Katastrophe, ne? Der Hund, der kann hier nirgendwo hin. Das ist alles aus Beton. Alles. Oder ich habe die Plätze einfach nicht gefunden. Aber das ist ja auch schon so ein Mini-Park hier irgendwie. Harald, kommst du mal hier hin? Aber ganz schnell, los! Ja, der Boden ist eingefroren, aber der ist nicht so wie bei uns. Jetzt mal ein bisschen warten, ey. Aber mir ist so kalt, Leute. Das kann sich keiner vorstellen. Ne? Ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Der Hund kriegt zu essen und ich habe keins gerade. Ich habe heute einfach kein Frühstück. Aber ich hole mir heute Mittag auf jeden Fall was richtig Geiles irgendwo. Denn ich glaube nicht, dass unser Gespräch hier bei Maxis 4 Stunden dauert. Was wir hier aber bei Maxis besprechen, das werdet ihr in einem anderen Video sehen. Aber ich werde euch jetzt ein bisschen so die Hallen zeigen. So Leute, hier seid ihr in den heiligen Hallen von Maxis und ja, ihr dürft euch mal kurz umschauen. Fertig für das Jahr 2024. Ein paar Sachen raussuchen, die wir brauchen. Und dann fahren wir auch weiter zum Herrn Jauch. Sag mal, wenn man von euch gesponsert wird, kriegt man dann 100 Reifen im Monat? 101. Das hört sich richtig gut an. Community Frage. Das ist mein normaler Vlog. Damit hat unser Gespräch, was wir vorhin aufgenommen haben. Weil es raus ist, werde ich es euch hier oben in der Ecke verlinken. Da könnt ihr alle Fragen, die ihr gestellt habt, auch nachschauen. Die Frage ist, wer braucht 100 Reifen? Wer braucht das? Niemand. Genau. Wenn man robuste Reifen hat, dann braucht man auch nur einen Satz, bis er abgefahren ist. Wenn man fahren kann und die richtigen Reifen haben. Das riecht nach Urlaub, nach Taiwan. So, die erste Marge ist da. Die nächste ist im anderen Lager. Alter Roller, hartes Leben, du.
Rarität, Freunde, Rarität. Glaubst du so ein Ding? Könnte mir auch gut gefallen. Einfach so ein richtig schönes, ja, so ein Eisdielenrad, oder? Was sagt ihr dazu? Wird mir sowas stehen? Oh gut, kannst du nur keine Hunden mit schredden. Oh, ist nicht so schlimm. So, Freunde, wir sind jetzt fertig hier bei Maxis und fahren jetzt Richtung Herrn Jauch. Dort habe ich von ihm was verlangt, was er mir tatsächlich gegeben hat und ich freue mich mega darauf. Dann sehen wir uns gleich nochmal auf dem Weg. Bis gleich. Das ist immer so witzig, ne? Man fährt und fährt und fährt und dann ist Schnee, kein Schnee, Schnee, kein Schnee, Schnee und jetzt auf einmal Schnee mit Bergen. So, jetzt sind wir hier. Wer muss? Aha, jetzt haben wir es. Erstmal pinkeln hier, ne? So, angekommen hier beim Jauchi. Aber ich bleibe nicht allzu lange heute. Ich werde heute Abend direkt weiterfahren Richtung Italien, über Österreich natürlich. Und dann fahren wir nach Ancona aufs Schiff. Vielleicht ein bisschen noch ein Teechen trinken und dann geht los. Jasper, alte neue Schuhe. Die sind sehr sexy. Kriegst du die öfter? Ich trage die immer. Kann ich. Ich muss mal unten rum. Du hast immer die geilsten Socken an. So, Freunde, jetzt bin ich auf der Autobahn, hab ultra Hunger. Jetzt geht's schon wieder nach Meckes. Und ich sag euch ehrlich, ich bin gar kein Freund von Meckes, ne? Und jetzt ist schon zweiter Tag hintereinander. Hallo, Freunde, ich bin hier gerade auf dem Rastplatz in Österreich. Ich habe ein bisschen gepennt, anderthalb Stündchen. Ich war super müde. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr müde seid beim Autofahren, ohne Scheiß, zieht das nicht lange hinaus. Fahrt zum nächsten Rastplatz, den ihr seht, und schlaft. Sekundenschlaf ist so super gefährlich. Man merkt nicht, dass man einschläft. Da können die schlimmsten Dinge passieren. Vor allem, wenn man alleine ist. Ich bin halt komplett fertig, ne, von den letzten drei Tagen. Ich meine, ihr seht das ja, an wie vielen Orten ich Rast mache. Zum Menschen sehen, Freunde besuchen, Verwandte, Videos drehen und so weiter. Nehmt das nicht so auf die leichte Schulter, wenn ihr Sekundenschlaf habt. Wirklich, wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich werde jetzt auf jeden Fall direkt weiterfahren. Ich soll so gegen 3 Uhr nachts in Ancona ankommen. Mal sehen, vielleicht werde ich nochmal zwischendurch anhalten. Ich mache mir da keinen Spaß mehr draus. Dafür, für den Shit bin ich zu alt, um mir selber da irgendwie in so eine Scheiße reinzureiten. Dass ich sage, ja, ja, doch, 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 ich schaff das, ich schaff das. Das Schiff geht morgen um 18 Uhr. Ich muss um spätestens 16 Uhr dort sein, um einzuchecken. Das heißt, ich habe noch über 19 Stunden Zeit. So, weiter geht's. Wunderschönen guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Tag. Freunde, ich habe heute Nacht um 5 Uhr oder so, habe ich mich hier auf diesen Rastplatz geschwenkt, weil ich überhaupt nicht mehr konnte. Es ist super warm, ich habe die Jacke irgendwie nur provisorisch angezogen, damit, falls es kalt wird, mir doch nicht kalt ist. Ich habe mega gut geschlafen, im Bett geschlafen, ich habe im T-Shirt geschlafen und ich habe ohne Decke geschlafen. Es ist einfach so warm. Ich glaube, wir sind gerade locker 15, 16 Grad. Ich werde jetzt erstmal weiterfahren und dann sind wir auch gleich am Hafen. Dann checken wir schon mal ein. Also, Freunde, ich muss sagen, eine geile Sache hat es im Dezember hier hinzufahren. Erstens, es ist super leer. Zweitens, es ist nicht so erdrückend heiß wie im Sommer. Also wirklich, im Sommer ist es hier eine Katastrophe, ne, am Hafen. Das sind locker immer 45 Grad. Ich übertreibe wirklich kein Stück. Letztes Jahr, die Hunde, die sind kaputt gegangen. Ey, denen war so warm. Und jetzt? Einfach nur am Ölen, ne, Harry? Bist nur am Ölen, ne? Aber du hast auch das fetteste Bett ever. Okay, sieht ein bisschen katastrophal aus, aber ich habe ja jetzt ein paar Stündchen. Ich werde jetzt einmal reingehen, dann werde ich einmal fragen, wann ich einchecken kann. Und dann werde ich ein bisschen hier den Bulli aufräumen und ich werde euch gleich mal ein bisschen zeigen, wie viel Stuff ich bei habe. Oh, lieber Gott im Himmel. Aber ihr wisst, wir sind auf dem Weg auf dem Bau- und Filmprojekt, deshalb muss ich so viele Sachen mitnehmen. Yes.
Let's go. So, Freunde. Check-in ist gemacht. Jetzt könnte ich eigentlich schon in den Hafen fahren. Wo ist mein Auto, Alter? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt echt schon in den Hafen. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Und das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist einmal den Bulli komplett aufräumen. Ich mache das drin. Und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten. Dieser Vlog ist ein bisschen... ich nehme euch einfach ein bisschen hier mit auf meine Reise, ne? Nicht erschrecken, Freunde. So sieht's gerade hier bei mir aus. Jetzt muss ich mal sehen, wie es hinten aussieht. Jetzt zeige ich euch mal, wie es auch von der Seite aussieht. Eieieiei, guck mal, was wir hier alles bei haben. Das hier habe ich vom Jasper bekommen. Die Ski fürs Bike. Zeus ist dabei. Ja, und richtig viel Stuff. Wie ihr sehen könnt, laufen wir mit dem T-Shirt rum. Ey, es ist einfach 17 Grad. Ja, Wetter ist ein bisschen düster. Aber okay. Es ist soweit. Wir haben 18.23 Uhr. Eigentlich sollte das Schiff schon vor 23 Minuten gestartet sein. Ich bin noch nicht oben, also ist eigentlich noch fast keiner oben. Weil das Schiff mal wieder, wie immer, Verspätung hat. Durchdrehen, ey. Ey, ihr glaubt es nicht. Ich wollte gerade aufstehen, um zu pinkeln. Nach wirklich fast 2 Stunden, es sind 2 Stunden vergangen. Und dann sagt er mir so, jetzt losfahren. Als ob der da drauf gewartet hat, dass ich pinkeln muss. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie groß die Wellen heute sind, aber weil es halt schon dunkel ist draußen. Und man ja nicht sieht, wie das Meer aussieht, aber ich kann euch auf jeden Fall eine Sache zeigen, dass man sieht, dass es auf jeden Fall Wellen gibt, wirklich nicht gerade kleine. Seht ihr das? Das Schiff, das ist riesengroß. Also damit so ein Ding entsteht, da muss das schon richtig da dran knallen. Das wird mein Schlafplatz heute Nacht sein. Ja. Moin Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade wach geworden. Wir haben 3.33 Uhr. Es ist halt ein bisschen schwierig bei der Lautstärke zu schlafen. Das sind halt manchmal so die Nachteile, die man hat, wenn man mit Low Budget unterwegs ist. Im Winter jetzt zum Beispiel. Im Sommer ist das eigentlich scheißegal. Ich bin jetzt hier halt gerade auf diesem Schiff. Ich habe einmal diese dünne Decke hier. Und zum Glück sind hier Fenster drumherum, wie ihr seht. Aber es ist halt kalt, ne? Ich könnte natürlich hier noch meine Jacke drüber ziehen. Aber die habe ich über meine Tasche geworfen. Damit man die nicht sieht. Natürlich hätte ich mir auch eine Kabine nehmen können für 400 Euro. Oder 300. Leben. Mal weg von seiner Komfortzone. Einfach rausgehen. Einfach mal machen. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Tag hier auf meinem Kanal. Da seht ihr. Heute ist das Meer nicht ganz so stürmisch wie gestern Nacht. Aber gestern Nacht war es noch echt übel, Alter. Also, es hat selbst gestürmt, das habe ich noch nie gehabt hier bei mir. Das ganze Schiff hat gewackelt, das war echt übel, Alter. Wir haben 8 Uhr, wir brauchen jetzt noch 4 Stunden ungefähr, bis wir da sind. Ja. Freunde, besteht Griechenland nicht nur aus Meer und Strand, sondern aus vielen krassen Bergen.
und guten Morgen, Freunde. Es tut mir leid, dass ich euch gestern nicht mehr mitgenommen habe auf die Auspackreise aus dem Bus. Aber ich war so platt, war so müde von der ganzen Fahrt. Jetzt mache ich mich gleich kurz fertig. Dann nehme ich euch noch mit auf den Berg. Dann fange ich vielleicht heute auch schon an. So, Freunde, bewaffnet mit einer Schippe, Schere und einer Axt. Ja, okay, ich habe noch keine Teile für eine Axt. Werde ich am Ausgang von dem Trail erstmal reinlaufen. Ja, was ich euch sagen kann, das Video ist hier erstmal beendet, Freunde. Sonst wird das hier alles viel zu lang. Das tut mir unheimlich leid. Aber im nächsten Video gehen wir auf Scout-Suche, dass ich jetzt sofort abdrehen werde natürlich. Dann fangen wir auch schon direkt an zu bauen. Also, vielen lieben Dank an alle, die bis hierhin das Video angeschaut haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein gratis Abo und einen Daumen nach oben freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr alles beim Bauen sehen wollen würdet. Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Video.